So, der Stellplatz in Wernigerode. Gefällt dir der Stellplatz? Ja, definitiv besser als die letzten. Ja, die letzten waren ein bisschen laut, weil es an der Hauptstraße war, ne? Ja. Ja, war auch relativ zentrumnah. Aber jetzt stehen wir hier ein bisschen außerhalb, also auch zentrumsnah, aber ein bisschen außerhalb. Und es sind keine Durchgangsstraßen in der Nähe. Ja, aber die Schmalspurbahn, aber die hörst du kaum. Die Schmalspurbahn ist jetzt hier 100 Meter weg, die hört man kaum. Ne? Schöner Platz. Schöne Sonne. Wir zeigen euch mal was von Wernigerode und dann zeigen wir euch mal was vom Platz. Ne? Wir haben wunderbares Wetter, 10 Grad. Bis gleich. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Tschüss. Wieso tschüss? Wir kommen doch wieder. Die Fußgängerbrücke ins Stadtzentrum. Das ist jetzt 600 Meter vom Stellplatz entfernt. Wir sind jetzt hier in der Einkaufspassage von Wernigerode. So, wir fahren mit der Schlossbahn auf das Schloss Wernigerode. Hier haben wir mal die Preise und die Abfahrtszeiten. Beim Fahrer. Das Schloss Wernigerode. So, jetzt haben wir Mary und Chantal. Das ist wie Prinzessin im vorm Eingang, ne? Der Eingang zum Schloss. Wir sind mit der Schlossbahn hier hochgefahren. Ein Erwachsener kostet 7 Euro mit anschließender Stadtrundfahrt. Kinder kosten 3 Euro. So, hier haben wir bei stürmischem Wetter Wernigerode von oben, inklusive dem trockenen Hintergrund, sehen wir hier, da haben wir einen Brocken, Schnee bedeckt und Wernigerode liegt uns zu Füßen, ein wundervoller Ausblick. Vom Winde verweht, hier geht natürlich extrem Sturm, aber wundervolle Aussicht. Jetzt gesehen hier komplett über Wernigerode, wunderschön. Wir gehen jetzt mal rein ins Schloss. Ich will mich mal auf den Thron setzen. So, jetzt sind wir im Schloss.
Links befindet sich das Efeuhaus. Hier wohnten einst Bedienstete. Die Baumkuchenmanufaktur. Hier geht's rein. Ist ja wirklich super gemacht. So, jetzt schauen wir mal rein. Spielplatz haben die auch schön angerichtet. Ist außerhalb von Wernigerode. Und wir blenden auf jeden Fall hier mal mit ein die Anschrift, damit ihr hier mit herfahren könnt. So, wir sind in der Baumkuchenmanufaktur. Hier haben wir ein Museum und das Schaubutton für die Kinder. Hier ist das Schaubutton. Kein Schaubutton, warum? Aufgrund der aktuellen Situation. So, wir sitzen jetzt in der Baumkuchen. Das ist jetzt Baumkuchen-Eierlikör von Viola. Das haben wir. Hier haben wir Baumkuchen. Was ist das? Früchte. Baumkuchen mit Sahne. Mit frische Fische. Warte. Ich hab schon getan. Warte. Ja, Rainer hat Marzipan. Das ist das, was ich zum Beispiel nicht esse, Marzipan. Oh, lecker. Keiner wissen. Aber ich esse das nicht. Nur. Aber das sieht lecker aus. So, lasst es euch schmecken und einen Kaffee dazu. Hier haben wir mal kurz die Preise. So. Ist schon stattlich. So, kurz und knapp, das war Harzer Baumkuchenmanufaktur in Wernigerode. So, liebe Wohnmobilfreunde, 600 Meter bis ins Stadtzentrum über die Fußgängerbrücke hier in Wernigerode. Die Altstadt, wunderschön zu empfehlen. Jetzt mal zum Stellplatz, der Wohnmobilstellplatz, wo wir stehen, ist wie gesagt zentrumsnah, ruhig gelegen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund einen Kreisel, wo man stehen kann. Hier, das sind Stellplätze. Dann haben wir natürlich Ver- und Entsorgung hier komplett auf dem Stellplatz und natürlich Strom. Das zeigen wir euch gleich mal. Aktuell die bekannten Regeln steht hier, wird aber bestimmt nicht mehr lange gelten, denke ich mal. Hier haben wir die Zufahrt. Normalerweise ist hier auch eine Schranke, die ist aber demontiert und der Bezahlautomat ist hier zurzeit geschlossen. Hier müssen wir jetzt bezahlen gegenüber auf dem Parkplatz an den Automaten. Wir haben das Ganze bezahlt per App. 11 Euro für 24 Stunden. Normalerweise kostet das 20 Euro pro 24 Stunden, aber mit der App kostet das 11 Euro. So, die Grauwasserentsorgung hier kann man wunderbar drauf fahren, auch für große Wohnmobile geeignet. Gleichzeitig hier die Toilettenentleerung gleichzeitig haben wir hier und natürlich auch gleichzeitig einen Schlauch zum Spülen. Frischwasser haben wir hier auf der Rückseite. Da kosten die jetzt hier 1,40 Euro Liter. Ist natürlich stattlich, auch hier der Preis auf dem Stellplatz finden wir. Ja. So schaut es aus. Wollen wir mal sehen, wie lang das hält.
Wir haben zwar 11 Euro bezahlt über das App, aber nur regulär kostet es am Automaten hier 20 Euro für 24 Stunden. Wie wir schon gesagt haben, 1,40 Euro Liter ist schon hier recht stattlich, ist bestimmt ein kommunaler Stellplatz. Aber nichtsdestotrotz, von der Lage her ist er wunderschön gemacht. Was wir hier jetzt sehen, ist ein bisschen schlammig, weil jetzt hier bestimmt einige auf dieser Entsorgung hier rangefahren sind über den Stellplatz. Das sehen wir hier an den Reifen. Okay, gibt auch halt solche Wohnmobilisten, die halt nicht von vorne ranfahren können. Na, wie wir es hier haben, von der Straße aus rückwärts reinfahren und dann kann ich entsorgen, sondern wir machen jetzt hier mal einen großen Bogen und fahren über die Stellplätze drüber, durch den Schlamm durch. Ja gut, was soll man dazu sagen? Toilette haben wir hier, eine öffentliche Toilette. Wir sehen es hier geradeaus, die öffentliche Toilette, und das passt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war es ganz einfach mal von dem Stellplatz Wernigerode. Wir bleiben noch ein paar Tage, das werdet ihr im Film mit gesehen haben, und dann geht es bei uns weiter on Tour. Wir melden uns dann von den nächsten Stellplätzen. Bis dahin.